Inzwischen hat sich das Ganze erweitert. Das Schwerinhaus des Lernens und gestartet in die Grundschule, die Schule von der Erziehungsstufe und Kindertageseinrichtung und Vorschule arbeitet jetzt schon seit 4 Jahren erfolgreich und außerdem hat sich dort ein Hochschulinstitut etabliert. Auf die Berufs-Förderschule.
Klinik hier schön dargestellt, der Hochschul-Mama-Zentrum, mein Name ist hier in Hamburg. Die berufliche Schule wurde 1968 gegründet und im Jahr 2001 als Berufsschul-Förderzentrum anerkannt. Es befasst sich mit der Berufsorientierung und der Berufsvorbereitung und der Berufsausbildung von Jugendlichen mit Lernproblemen. Zurzeit lernen am Berufsschul-Förderzentrum ca. 900 Schüler. Das ist ja wohl auf dieser Grundverfassung für seine Anlage vorbereitet. Jetzt eine Faktor, der die Schule der Künste vor. Gegründet ist eine Hauptstadt der Jugendschule, Kinder- und Jugendarbeit, Kulturelle und interkulturelle Bildungsangebote für die Lücke in den Fachbereichen Bildung und angewandte Kunst, Kinder- und Jugendtheater, neue Medien, Computer, Instrumentalmusik und Gesang, künstlerische Frühförderung. Es wurden viele deutsch-französische Jugendkulturprojekte angeschoben, ein fähiges Kunstangebot auf die Beine gestellt und natürlich Schulprojekte. Was wäre Schwerin ohne die Tagesbücher? Professionell arbeitende vom Jugendamt überprüfte Tagesmütter. Sicherlich betreut von Tageskindern in familiärer Atmosphäre, verfügt unter anderem über Kenntnisse in den Bereichen Entwicklungspsychologie, Sprachentwicklung, gesunde Ernährung, musikalische Früherziehung und natürlich, falls das auch mal sein muss, erste Hilfe am Kind, aber das will niemand hoffen. Schön, dass ihr heute frei habt und schön, dass die Eltern die Leute auf die Kinder kennen können. Der Verein bietet seine mehr als 500 Mitgliedern ein umfangreiches, interessantes und auf hohem Niveau stehendes Sportangebot. Die Abteilung Gymnastik, Fußball und Badminton sowie der Bereich der Volkssportgruppen sind breit und freizeitsportlich orientiert. In regelmäßigen Wettkampfbetrieb stehen hingegen die Kegerinnen und Kegler.